Wir haben dir dürfen die Schwingersaison am 2. Januar eröffnen. Sie ist das 115. Berchtelischwingen. Schon seit mehreren Jahren, fast Jahrzehnten, in den Salzportalen hier in Zürich. Wir haben sehr viele Freiwillige, die uns hier unterstützen können. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen nicht gewusst, wer kommt oder kommen überhaupt ein paar. Ich habe mir aber noch nie müssen Sorgen machen, weil vor allem unsere Veteranengruppe, die sind heute Morgen, um 9 Uhr hätten wir anfangen, um 8:30 haben wir schon 30 Leute da gehabt, die loslassen mit helfen. Und das ist ein irrsinniger Plausch eigentlich, mit diesen Leuten das einzurichten. Und das geht auch sehr schnell. Die wissen besser als ich, was wo wie angehört. Wichtig ist, nass haben. Ich mache jetzt das 50 Jahre. Darum ist das Erfahrung, dass man hier da nass macht, dass das Segment nicht mehr fortgeht. Oder? Sonst ist es wie Kies. Das ist jetzt Stammnix, sag mal. Das ist eigentlich das Beste. 60 Kubik brauchen wir und etwa 70 bestellen wir am liebsten, sicher. Haben, ja. Von wo kommt das? Das kommt jetzt vom Niklaus-Schwingen, das haben wir vom Schwingclub Glatt und Limmatal haben wir das übernommen. Früher waren sie froh, wenn man sich geholt in den Sagereien. Heutzutage ist es mit dem ganzen Heizen mit Pelé und diesen Sachen ist es viel teurer geworden. Darum... Und das Schlimmste ist halt der Transport heute. Ja. Transport kostet Geld. Ich glaube, der Kubik Sägemehl kommt man glaube ich, über für 15 Franken, ja. Oder? Aber der Transport, oder? Der Stellwert vom Berchtoldschwingen ist gerade in einem Jahr, wo es ein eidgenössisches oder ein Anlass mit eidgenössischem Charakter stattfindet, ist es interessant zu schauen, wie ist der Fitnessstand, der Formstand des einzelnen Schwingers. Das Jahr oder respektive das nächste Jahr ist das Zwischenjahr, wo wir das nicht haben, leider. Aber ich kann sagen, der Kilian Wenger hat es vor 3 Jahren, glaube ich, hat das Berchtoldschwingen gewonnen. Also man sieht da schon, wer kommt in Zukunft gross raus. Es ist meistens ein hochklassiges Teilnehmerfeld, wo da etwas steht. Wir haben die Festsucher, damit können wir zum Schluss gehen und somit auch zum Höhepunkt vom heutigen 115. Herkunftsschwingen. Der Schlussgang wird bestritten zwischen dem Hess Michael und dem Lobbad Beat. Da gab es wenig Unfälle oder gar keine Unfälle gegeben. Und sonst hat auch alles geklappt. Sag mal, okay. Sag mal, okay, ja. Ja, ja. Schöne Erinnerungen. Was machst du denn nächstes Berchtoldstag? Berchtoldstag? Ja, irgendwo da oben. Und wenn sie niemand denkt, ohne hat wieder gerechnet.